Endlich ist meine PS5 da. Die Kinder sind bei der Oma, somit kann ich die ganze Nacht spielen. Ich kann es gar nicht abwarten, mit meiner PS5 zu spielen. Ich freue mir wirklich eine Frikadelle ans Knie. Ich brauche etwas Scharfes, um es zu öffnen. In der Küche müsste ein Messer sein. Nein, das ist eine Tasse. Da ist es ja schon. Okay, ich muss die PS5 ans Stromnetz anschließen. Wir hatten Probleme mit Steckdosen, als wir hierher gezogen sind, also muss ich ein paar Erweiterungen finden. So, den Müll bringe ich erstmal nach draußen. So, und wo sind jetzt die verdammten Steckleisten? Ah, da sind sie ja endlich. Und wo ist jetzt hier eine Steckdose? Ah, gefunden. Rein mit dir, du Sau. Ach Mist, das Kabel ist zu kurz. Das kann doch nicht wahr sein, hat die alte Schabracke nur kurze Steckleisten gekauft. Die kann auch echt nichts richtig machen. Ich kotz gleich in die Ecke. Oh Mann, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Jetzt nur noch das HDMI-Kabel verbinden. Ach verdammtes Ding, steh doch endlich gerade. Hey, was zum Teufel, wo ist meine PlayStation 5 hin? Na super, nun steckt sie in der Wand. Warum passiert mir das immer? Ah, endlich mein PS5-Controller ist da. Irgendwie seltsam. Wieso war der eigentlich nicht bei der Konsole gleich dabei gewesen? Was zum? Na toll, meine Alte hat schon wieder bei Zalando bestellt. Und ich kann jetzt rumsuchen, um rauszufinden, wo mein Controller drin ist. Was zum Teufel? Das ist der falsche Controller. Ich raste aus, das ist ein gottverdammter Xbox-Controller. Da krieg ich Plack. Gnade ihr Gott, wenn in dem letzten Paket nicht der richtige Controller drin ist. Komm her, du blödes Messer und hör auf, hier auf und ab zu hüpfen. Ah, endlich der richtige Controller. Endlich kann ich mit meiner PS5 spielen. Der Akku des Controllers ist leer. Ich muss ihn erstmal aufladen. Da hat sie ja nochmal Glück gehabt, sonst hätte sie 3 Wochen lang nur Wasser und Brot bekommen. Jetzt muss ich auch noch dieses Ladegerät an den Strom anschließen, verdammt nochmal. Und wo ist jetzt der Stecker des Ladegeräts abgeblieben? Das kann doch nicht wahr sein. Verschwindet denn alles hier in den Wänden? Scheiße, ich bin kurz vorm Abheben vor Wut. Das kann doch nicht wahr sein. Da steckt das Kabel einfach im Boden. Und was soll ich jetzt machen?
Welcher Volldepp hat dieses Haus überhaupt gebaut, wo sämtliche Sachen in den Wänden und Böden verschwinden? Ich könnte gerade wirklich im Strahl kotzen. Und was soll ich gottverdammt nochmal jetzt machen? Ich brauche diese Ladekabel, um das Ladegerät mit Strom versorgen zu können und damit den Controller aufzuladen. Sonst kann ich nicht spielen. Ich glaube, ich muss mal eben an die frische Luft, mir wird es einfach zu viel. Ach, da steckt das verfluchte Teil fest, Gott sei Dank gefunden. Was hat dieses Teil überhaupt da draußen zu suchen? Nun steckt das Ding schon wieder in der Wand fest, ich krieg zu viel. Ich will doch nur endlich spielen, ist das zu viel verlangt? Nun komm her, du Scheißteil. Das kann doch echt nicht wahr sein. Nun ist das Ladeteil oben durch die Decke gerutscht. Also, nach oben ins erste Stockwerk. Im Badezimmer ist das Teil schon mal nicht. Ach, hier im Kinderzimmer ist das verdammte Teil. So, und nun lade das Ding endlich auf. Endlich, Mann, das wurde auch langsam Zeit. Hat ja ewig gedauert, das Ding zu laden. Oh man, jetzt muss ich die Konsole wieder an den Strom anschließen, verdammt. Verdammt, jetzt muss ich auch noch die PS5 mit dem Internet verbinden, um den ersten Patch runterzuladen. Ausgerechnet heute muss das Wi-Fi kaputt gehen, nun muss ich wieder nach oben und das Scheißteil reparieren. Na toll, jetzt habe ich das Teil doch glatt in der Garage vergessen, womit ich dieses Ding reparieren kann. Ach du Scheiße, die Tür ist ja auch noch offen. Nein, das ist die Stube, die Garage ist hier. Keine Sorge, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Was? Wo zum Teufel ist meine Schraubzange hin? Jetzt muss ich nochmal in die Garage und eine neue holen. Vielleicht hätte ich das Haus doch nicht bei eBay kaufen sollen. Aber der Preis war zu verlockend. Jetzt schlägt's aber 13. Nun ist meine zweite Zange auch noch verschwunden. Ich fress gleich mein Bart. Da ist das Scheißding ja. So, nur noch den Stecker rein, dann sollte das Problem beseitigt sein. Hoffentlich kann ich jetzt mit meiner PS5 spielen. Ach verdammt, jetzt habe ich doch glatt das Spiel vergessen, es müsste noch im Kinderzimmer liegen. Ich würde glatt meine Genitalien vergessen, wenn sie nicht zwischen den Beinen angeklebt wären. Da ist es ja, Kack 3. Ich kann es kaum abwarten, dieses Spiel zu spielen. Und wie soll ich das Spiel jetzt in die Konsole bekommen? Jetzt, wo sie in der Wand steckt. Na Superman, nun ist auch das Spiel in der Wand verschwunden, jetzt kann ich gar nichts mehr spielen. Ich glaube, ich brauche erstmal was zu fressen. Ah ja, lecker Chio Chips. So habe ich mir den Start mit der PS5 nicht vorgestellt. Was soll der Mist? Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen doch einen Daumen nach oben und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch meinen YouTube-Kanal, ich würde mich sehr freuen. In diesem Sinne macht's gut, euer Albert Wesker.